Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch ganz einfach die Spezialfahrzeuge merchen könnt. Ja, dafür braucht ihr auch die Hilfe von einem Freund. Ihr und euer Freund begebt euch zum LSK-Meet. Ja, jeder nimmt ein Auto mit. Euer Freund nimmt sich einfach irgendein Auto mit. Welches Auto es ist, ist völlig egal. Und ja, ihr bringt das Auto mit zum LSK-Meet, wovon ihr die Settings dann übertragen wollt auf das andere Auto. Und ja, ebenso müsst ihr dann noch die Markierungsoptionen eingestellt haben, so dass ihr alle Jobs auf der Karte angezeigt werden bei euch. Das macht ihr dann einfach im Interaktionsmenü, Markierungsoptionen, und dann könnt ihr die Jobs auf eigene einstellen, das ist auch ganz wichtig. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch einen Freund, der im anderen Zielmodus und im Job für einen Titan drin ist. Falls ihr keinen Freund habt, könnt ihr auch einfach den Bot benutzen, Anavac 2. Für die PlayStation 5 Leute heißt der Bot Anavac 1. Und ja, ebenso braucht ihr dann halt noch Zugriff zur Arena-Werkstatt. Und wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Wie gesagt, ihr und euer Freund, ihr begebt euch zum LSK-Meet. So, ihr begebt euch einfach in die Tuning-Werkstatt, drückt dann einmal Viereck, Steuerkreis nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Hier müsst ihr einfach nur irgendwas Günstiges am Auto ändern. Was ihr da ändert, ist völlig egal. Irgendwas Günstiges einfach ändern. Dann die Tuning-Werkstatt wieder verlassen. So, sind wir jetzt draußen angekommen, öffnen wir das Interaktionsmenü, gehen auf LSK-Meet und laden unseren Freund einmal zum Sprint ein. Sobald unser Freund die Einladung bekommen hat, steigt er in sein Auto ein, nimmt dann die Einladung an, dann fängt er an, die Zeit abzulaufen. So, und sobald die Zeit dann bei 2 Sekunden ist, fängt euer Freund an, dann X durchzuspammen. Sobald die Zeit bei 2 Sekunden ist, muss dann euer Freund dann einfach X durchspammen. Hat er das dann gemacht, werden wir dann einen unendlichen Ladescreen bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt kommt der Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Anavac 2 werde ich einfach beitreten. Die erste Meldung, die jetzt kommt, die nehmen wir ganz einfach an. Die zweite Meldung auch, können wir auch ganz einfach annehmen, nach 3 bis 5 Sekunden. Die Meldung, die können wir auch ganz einfach annehmen. Wenn wir jetzt spawnen, werden wir dann so einen verbuggten Zustand bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Einfach Interaktionsmenü öffnen und Selbstmord begehen. Sind wir jetzt wieder sichtbar auf der Map, können wir einfach Options, die Karte einmal aufrufen und irgendeinen Job starten da oben, die noch angezeigt werden. Entweder das Capture oder dieses Stunt-Rennen. Einfach eins von den Rennen starten. Sobald ihr dann im Jobmenü drin seid, könnt ihr auch direkt wieder verlassen. Da braucht ihr nichts drin zu machen. Ja, jetzt seid ihr wieder sichtbar auf der Map. Gespawnt ist auf jeden Fall perfekt. Die Minimap unten links ist verschwunden. Ist auf jeden Fall perfekt. Und als nächstes begeben wir uns dann zur Arena-Werkstatt. So, sind wir bei der Arena angekommen. Fahren wir einfach in die Arena-Werkstatt rein. So, seid ihr in der Arena-Werkstatt angekommen. Dann können wir diese Garage einfach verlassen zu Fuß. Wir steigen aus dem Auto aus. Verlassen diese Arena dann zu Fuß. Sind wir jetzt draußen angekommen, gehen wir ins Interaktionsmenü und fordern uns jetzt das Spezialfahrzeug an, was wir uns merchen wollen. In meinem Fall ist das ja Ruina. Ich fordere mir einfach den Ruina an. Dann müsst ihr einmal auf Options und dann dort auf die Karte gucken, weil der hat eh die Minimap nicht habt. Wir warten einmal, bis das Fahrzeug geliefert wird. So, das Fahrzeug wurde geliefert, perfekt. Dann können wir das Fahrzeug wieder einlagern. Sagen wir unserem Freund Bescheid, dass er jetzt sein Fahrzeug, persönliches Fahrzeug anfordert über das Interaktionsmenü. Ist das Fahrzeug da, steigt euer Freund dann in sein Auto ein. Sobald er eingestiegen ist, muss er sofort X durchspammen. Dann werden wir jetzt da diese Meldung bekommen. Diese Sprintmeldung ist auf jeden Fall perfekt. Wir werden einmal unter der Map herpacken. Ist auf jeden Fall perfekt. Nach diesem Countdown werden wir einmal sterben. Bekommen wir jetzt wieder einen unendlichen Ladescreen. Jetzt kommt wieder der Bot ins Spiel, in einen anderen Zielmodus. Dem werden wir jetzt wieder beitreten. Die erste Meldung, die jetzt kommt, einfach annehmen. Die zweite Meldung, die können wir auch ganz einfach akzeptieren. Die dritte Meldung, falls wir eine dritte Meldung bekommen, können wir auch einfach akzeptieren. Jetzt sind wir wieder sichtbar gespawnt, gehen in Interaktionsmenü, begehen einmal Selbstmord. Und wenn wir jetzt wieder sichtbar auf der Map spawnen, werdet ihr sehen, dass sich das Fahrzeug
gemerged hat. Und ja, jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt das Rennen einfach zu Ende oder, wie in meinem Fall, euer Freund verlässt eben die Sitzung, dann ist das Rennen auch vorbei. So, dann begebt euch einfach zum Alice Customs. So, wir fahren einfach ins Alice Customs rein. Dort im Alice Customs einfach nur irgendwas am günstiges am Fahrzeug ändern, so dass wir dann die goldene Ladeschnecke gleich bekommen. Aus dem Alice Customs wieder rausfahren, irgendwas günstiges ändern und schon hat sich das Auto gespeichert. Ihr seht unten rechts die Ladeschnecke. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.